Rina probiert Jungle Palace in Paris. Wir sind in Paris unterwegs und heute testen wir das dritte Ephemera Restaurant hier in Paris. Ich freue mich schon. Immersives Restaurantkonzept. Es gibt schon zwei andere. Einmal die Stella mit so einem Space Content. Dann gibt es einmal Under the Sea, wie man am Namen schon unschwer erkennen kann, hat es ein Unterwasser-Content. Und hier geht es dann um Dschungel und da freue ich mich schon richtig drauf. Ich liebe das, das Essen dort ist sehr gut. Ich habe die letzten zwei Male immer die Arabiata genommen. Hier gibt es jetzt Spinatpasta und die sieht mir auch so gut aus. Deswegen werde ich, glaube ich, die schon bestellen. Bei den Vorspeisen sind wir noch ein bisschen am struggeln, was wir da wählen wollen. Aber wir gehen jetzt erstmal rein. Was ich vielleicht noch erwähnen möchte, als wir das letzte Mal bei Stella waren, da wurde gerade hier das Jungle-Thema eröffnet. Es war gerade ein paar Tage alt und die Bedienung hat uns gesagt, dass das hier wohl das Nonplusultra sein soll. Das soll wirklich die beste Version von allen sein. Deswegen gehen wir jetzt mit großen Erwartungen da rein. Merci. Optisch gesehen ist das schon mal so eindrucksvoll hier, also wirklich wunderschön. Wirklich so edel. Ich zeige euch gleich mal noch so ein bisschen mehr die Decke. Ich bin in einer ganz anderen Welt, das ist so wunderschön. Also optisch wirklich für mich das hier, Under the Sea und dann die Stella. Auch hier gibt es das Menü über den QR-Code. Und ihr bestellt auch darüber und bezahlt auch darüber. Genau. Und ja, ich bin richtig hyped. Es gefällt mir einfach sehr, sehr gut hier. Ihr könnt auch noch Plätze oben haben. Also es wird zufällig vergeben. Ich weiß nicht, ob man dann vielleicht einen Wunsch angeben kann bei der Reservierung. Aber wie gesagt, oben sind noch Plätze. Das habt ihr ja bestimmt gesehen, diesen Balkon. Ansonsten zeige ich es euch gleich nochmal. Und ich glaube, das sind die besten Plätze. Moment, seht ihr da? Ich glaube, wenn man dann so auf den Raum hier gucken kann, macht das schon auf jeden Fall einiges her. Ja. Und jetzt gehen wir mal zur Bestellung über. Ich nehme euch jetzt ganz kurz bei meiner Bestellung mit. Ich kann mich zwischen zwei Cocktails nicht entscheiden. Der eine ist so ein bisschen, also er heißt Batida Indiana, natürlich mit Kokos-Macadamia so ein bisschen angehaucht. Und der andere hat Amaretto und Vanille und Passion Fruit. Aber ich glaube, ich entscheide mich jetzt für, ich weiß nicht, wie ich das in den Warenkorb machen kann. Die kommt doch für die Bestellung. Ach, die kommt für die Bestellung. Dann habe ich es falsch verstanden. Okay, also ich nehme einmal Batida Indiana. Es gibt auch alkoholfreie Cocktails. Dann als Vorspeise, jetzt habe ich es ja nur auf Englisch. Moment, ich übersetze mal. Auf Französisch. Nicht mal auf Englisch. Oh, jetzt passiert was. Leute, ich muss euch drehen. Ja.
Passiert aber nicht. Das ist scheinbar wie bei der Stella. Da ändern sich dann. So, unsere Kellnerin ist da gerade so abgelenkt, weil ich hatte die ganze Zeit die englische Karte und jetzt auf einmal die französische und dann wusste ich nicht mehr, was ich wollte. Also ich habe mir jetzt diesen Bacardi Cocktail genommen, dann als Vorspeise Tacos in besonderem Saft gekochtem Rindfleisch. Und weiter geht es dann mit einer Pasta in Parmesan-Gorgonzola-Spinatsoße. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich esse hier also normal immer die Arrabbiata und die ist auf den Punkt und ich bin schon gespannt, wie das dann jetzt schmecken wird. Ja, wir testen jetzt hier diesen Cocktail. Sehr kokosnusslastig. Aber sehr lecker und sehr stark. Haut uns um. Jetzt noch den Cocktail von Simone. Spritzig, genau das Gegenteil von meinem Cocktail. Ich glaube, wir haben beide die gute Wahl füreinander getroffen. Hier schon das Brot für unsere Vorspeise bekommen. Der Tisch ist ein bisschen klein für alles, was wir hier stehen haben. Wir haben viel Durst, wir haben jeder eine Flasche Wasser. Simone hat Sprudelwasser, ich habe stilles Wasser. Das ist irgendwie speziell aufbereitetes Wasser, kostet 1 Euro extra und es gibt dann so viel, wie man möchte. Ich habe eine Cola, ich habe meinen Cocktail, ich habe alles hier stehen. Unsere Vorspeisen sind da, meine Tacos. Die sehen echt gut aus, aber Simone, du kriegst die Tomaten von mir gerne. Und Simone hat den Burrata. Standen die auf der Liste drauf? Weil in den anderen Restaurants gab es immer die Tomaten dazu. Und hier sind jetzt keine Tomaten, dafür ist irgendwas anderes. Irgend so eine Pinienkerne oder was ist da unten? Mit Pesto. Ja, guten Hunger! Wir testen das Ganze jetzt mal. Auf jeden Fall sehr lecker. Ein Hartaco. Fleisch ist gut, aber es ist nicht warm halt. Aber lecker. Darf ich ein Stück Brot haben mit Burrata? Ja. Ich muss mir gerade ein Stück abgeben. Ich kann hier so ein bisschen drauf machen. Weil der Burrata hier ist richtig lecker. Cremig. Ich bin schon wieder so froh, dass wir hier sind. Die Vorspeisen waren wirklich sehr lecker. Ich brauche jetzt ein feuchtes Tuch. Ich will gerade nichts mehr anfassen, weil meine Finger baffig sind. Aber also sehr toll hier wirklich. Ich kann es nur empfehlen und das war irgendwie
Ich weiß gar nicht mehr, wie sind wir da drauf gekommen, Simone? Du hast es mal online gesehen. Das Beste, dass wir das gefunden haben, wirklich. Ist da irgendwie Spinat, Ricotta, Parmesan, Pinienkerne, eingelegte rote Tomaten, Zwiebeln und bei Simone gibt es das Flanksteak mit Kartoffeln. Ich wünsche guten Hunger, jetzt ist sehr dunkel, wir wissen immer, was wir essen jetzt. Wirklich sehr gespannt, denn ihr wisst ja, Pasta-Influencer hier am Start. Schmeckt irgendwie nach Ziegenkäse. Hat aber nicht gestanden. Ein kleiner Fail von mir. Ich habe irgendwie bei der Überschrift nicht gelesen. Ich habe nur den Rest des Menüs gelesen. Und da ist Gorgonzola drin. Das mag ich gar nicht. Aber Simone war so lieb, die hat jetzt mit mir getauscht. Ich habe jetzt das Fleisch von Simone und sie isst meine Pasta. Ja, schade, weil so hat es eigentlich ganz gut geschmeckt, aber eben, ja, der Gorgonzola, ich kann es einfach nicht essen. Das ist mir zu streng im Geschmack. Ich weiß, es gibt viele Leute, die lieben das, aber... Ziegenkäse liebe ich. Nee, Ziegenkäse und Gorgonzola, das ist so gar nicht meins. Ich liebe Käse, alles, aber so... Ich bin gar kein Käse. So einer, ja, das ist so merkwürdig. Simone mag ja keinen Käse, aber liebt das, also genau umgekehrt wie ich. Aber gut, wir haben ja jetzt eine Lösung gefunden. Ja, ich war zu dumm und habe die Überschrift nicht gelesen. Doof. Naja. Ich mag die Konsistenz der Nudeln hier. Die sind immer so richtig schön bissfest. Ja, die sind richtig schön al dente, die Nudeln hier. Hier ist ja auch der Pasta-Influencer entstanden. Aber mit Carsten. Mit Carsten damals und Daniel. Genau. So, jetzt habe ich hier das von Simone, das Fleisch. Mit Kartoffeln, sehr lecker. Jetzt bin ich zufrieden. Also netterweise hat ja Simone dann mit mir getauscht. Ich habe einfach das in der Überschrift überlesen. Ich dachte ja nicht, dass jemand hingeht. Parmesansoße, Ricotta und nochmal Gorgonzola da in eine Sache reinmischt. Das ist doch... Also ich liebe Käse, aber selbst ich bin nicht so verrückt und mich so viel miteinander. Nee, aber Simone hat es geschmeckt. Das ist die Hauptsache. Die Nudeln hier sind immer perfekt gegart. Also ich habe noch nie ein Restaurant gefunden, das einen besseren, also die Pasta auf den Point bringt. Wie sagt man? Al dente. Wirklich noch nie ein Restaurant gefunden, wo es so gut al dente schafft, die Nudeln zu kochen. Wir haben gerade gesprochen, optisch gesehen ist das, also für mich optisch gesehen, das hier mein Highlight. Von der Essensauswahl ist das aber für uns das Schlechteste. Also der Burrata ist der Burrata ist abgewandelt, ist im anderen ein bisschen besser mit den Tomaten, finden wir. Dann haben wir mal so auf die Teller geguckt, neben uns wurde die Arrabbiata genommen. Und die Arrabbiata, die ist immer ein Highlight. Selbst die war hier abgewandelt, hatte kein Burrata oben auf. Wobei ich jetzt trotzdem ein bisschen traurig bin, dass ich nicht die Arrabbiata genommen habe.
Schuster, bleib bei deinen Sohlen. Wenn du weißt, es schmeckt dir etwas, dann nimm das auch. Ich bin halt ein total verschneckter Mann. Ne? Ich bin schnäggisch. Ich bin, ja, ich sammle viel raus. Ich bessere mich zwar und probiere viel, aber ich bin trotzdem bei einigen und vielen Dingen und sage, nee, geht nicht. Einfach picky. Und das war jetzt eben so ein Fall, aber gut, man kann es nicht wissen. Es ist halt so, trotzdem hatten wir hier einen schönen Abend. Die Atmosphäre ist mega, also das ist wirklich so schön gemacht. Und Simone war schon auf der Toilette und sie hat gesagt, geh auf die Toilette und nimm auf jeden Fall deine Kamera mit. Du musst das im Video haben. Ich bin schon gespannt, was mich da erwarten wird. Ich zeige es euch aber auch gleich noch. Also das hier ist die Toilette. Wunderschön. Gar mit Fotolocation. Hier sind gerade wirklich Leute reingekommen. Kleines Fotoshooting gemacht. Also schön. Ach komm Leute, ich zeige euch einfach alles. Sogar das hier ist farblich perfekt. Also das waren wirklich schöne Toiletten, oder? Was sagt ihr? Und das sind nur gemischte Toiletten. Keine Frauen und Männer getrennt, sondern nur gemischte Toiletten. Finde ich aber gar nicht schlimm, weil die Kabinen werden ja eh abgeschlossen und es gibt eben keine Pissoirs oder so. Deswegen vollkommen in Ordnung. Ja, unser Fazit. Also für mich optisch wirklich hier das Wunderschönste. Also ist für mich an Platz Nummer 1, dann kommt Under the Sea und dann kommt Stella. Vom Essen her ist bei mir Stella und Under the Sea auf Platz 1. Da mache ich keine Unterscheidung im Gegensatz zu Simone. Sie findet Under the Sea etwas besser, aus dem Grund, weil es dort halt eine größere Fischauswahl gibt. Ich esse keinen Fisch, deswegen ist es bei mir beides gleich. Dort ist die Burrata gleich, dort ist die Arrabbiata gleich. Also ist es für mich da beides auf jeden Fall okay. Wobei ich hier die Auswahl mit den Tacos und so von den Vorspeisen ein bisschen ausgefallener fand und auch die hatten ein bisschen mehr an Vorspeisen ein bisschen ausgefallener. Aber trotzdem muss ich wirklich hier sagen, das Dschungelthema optisch am schönsten, aber von der Auswahl zum Essen wirklich für mich am schlechtesten. Ich würde, also es hat trotzdem, wir hatten trotzdem einen schönen Abend, definitiv. Aber wenn man das zum ersten Mal macht und das auch eine einmalige Sache bleiben sollte und ihr nicht vorhabt, wie wir alle drei abzuklammern, dann würde ich euch auf jeden Fall das Ariel am meisten ans Herz legen. Da ist das Konzept noch ein bisschen anders. Da hat man ja so Wände, da passiert dann was und hier ist ja auch noch so ein bisschen mit dieser Show. Das war ja bei dem Stella auch so ein bisschen, dass man dann so ein paar Effekte hatte. Hier war es zum Beispiel ein Gewitter und, ja. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt aber von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt die Glöckchen und vielleicht kommt auch ihr mal in eins der Ephemera, ich hoffe, das wird so ausgesprochen, Restaurants hier in Paris.